Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Angespielt hier auf dem Kanal. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was zum Geier macht Sonic auf der PlayStation 1? Aber ja, wir dürfen dank einem findigen Entwickler nun Sonic the Hedgehog auf der PS1 spielen. Es ist ein Traum. Es ist mega gut. Und wenn man mal genau hinhört, ist das nicht das Original-Audio. Soweit ich das weiß, hat er den Sound komplett neu gemacht. Das hört man aber auch, weil es ist kein Mega Drive-Sound. Überhaupt nicht. Leider hat er nur den ersten Level gemacht. Und hat dann wahrscheinlich das Interesse verloren. Ach, scheiße. So. Aber wie flüssig das läuft, ey. Es ist so unfassbar. Wahnsinn. Ui, yes. Ach, schön. Hubala. Es ist toll. Guck mal, wir können wieder bis hochrollen. So, komm schon. Komm schon, runter mit dir. So, jetzt muss ich einmal aufpassen, dass ich nicht wieder gegen diesen Dingens dotze. Ach, Mann, ey. Ha. Scheiße. Konnte man hier nicht irgendwie durch Rollen drüber? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Hoppala. Ach, Mensch, was mache ich denn hier gerade? Ah, ey. Es ist so unfassbar lange her, dass ich Sonic the Hedgehog gespielt habe. Damals bei einem Schulfreund, beziehungsweise Kindergartenfreund von mir noch. Muss so... Boah, gehst du jetzt mal da hoch? Nee, ich komme nicht da hoch. Muss so um 95? Nee, 94. 93, 94 rum gewesen sein. Lang ist es her, ey. So, rein theoretisch muss... Autsch, hier auch irgendwo schon das Ziel sein. Leider. So, hoch jetzt. Hier ist es. Nee, hier haben wir doch irgendwo, glaube ich, schon das Ziel, ne? War denn das? Ah, Bossgegner? Hat er den eingebaut? Nee, ne? Hat er nicht. Ach, schade. Okay. Das ist eigentlich auch schon der Level gewesen. Ja, ihr kennt ja Sonic the Hedgehog wahrscheinlich. Oder auch nicht. Wenn ihr kein Sega-Kind seid. Uah. Dann kennt ihr es natürlich nicht. So, wir gucken uns noch mal ein bisschen hier um. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, bei Sonic hat man immer so das Gefühl, dass es, keine Ahnung, ein Igel auf Speed ist. Huch. Hat einfach das Soundfile neu angefangen. Naja. Oh, Mann, oh. Bleib doch da. Nein. Hui. Ach, das ist so toll. Ey, wie flüssig das läuft. Wahnsinn. Hui. Ja, ach, shit. Hä? Wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin jetzt unter der Karte gelandet. Wie ist denn das jetzt? Hä? Wo bin ich? Ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt. Ich bin jetzt unter der Karte gelandet. Irgendwie. Kann ich hier resetten? Ich kann nicht resetten. Ich resette das Spiel einfach nochmal kurz. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Einmal resettet das Spiel. Durch irgendeinen komischen Bug unter der Karte gelandet, wie es schien. Wow. Oh, das ist so unfassbar. Ey, guckt euch mal an, wie schnell das läuft. Hammer, oder? Flüssig wie sonst was. Krass, 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 krass. Oh. Okay. Jetzt habe ich irgendwie mein Dingens verloren. Oh nein. Man konnte doch hier irgendwie über diese Stacheln drüber rollen. Ich weiß es leider nicht mehr, wie es ging. Oder ging das auch später? Bei einem zweiten Teil? Ach, hier konnte man doch auch irgendwie was machen. Nee, ich kann nur hüpfen. Schade. Ging das nicht? Sag mal, hier kommt man doch durch. Da ist doch ein Loch-Dingens irgendwas in der Wand. Ja, wusste ich's doch. Meine Güte, es ist schon so lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe, aber so eine Sachen weiß man einfach. Oh, da gibt's hier noch einen. Weg mit dir. So, und theoretisch haben wir es eigentlich schon wieder geschafft. Schon das Ende des Levels. Schade eigentlich, dass der da nicht weitergebaut hat, aber ich fand's eigentlich ganz cool, dass mal zu zeigen, dass sich wirklich ein findiger Entwickler halt wirklich die Mühe gegeben hat und hat hier einmal das Spiel für PS1 portiert. Wie geil ist das eigentlich, bitte? Huh?
Und vor allen Dingen, es sieht so unfassbar gut immer noch aus, ne? Also man muss wirklich sagen, dass die PS1-Spiele, viele sind halt wirklich schlecht gealtert, zumindest was die Grafik angeht. Aber so 2D-Spiele, die kann man sich auch heutzutage noch auf einem großen Flatscreen angucken und hat eigentlich gar keine Probleme damit, ne? Also es sieht immer noch knackig, scharf und gut aus. Hingegen bei 3D-Grafiken von der PS1 am großen Fernseher, na, da wird es schon ein bisschen schwierig. Aber das Spiel hier sieht echt wunderschön aus und ja, es ist echt geil, muss man wirklich sagen. Ihr könnt euch das Ganze selber runterladen, einen Link dazu findet ihr unter der Videobeschreibung und dann könnt ihr gerne selber mal ein bisschen reinspielen. Wie gesagt, ist es ja leider nicht sehr viel, was er gemacht hat, also nur den ersten Level. Ich glaube, da kommt auch nicht mehr sehr viel. Aber immerhin, es ist trotz alledem ziemlich cool gemacht, vor allem auch die Spiegelung unten im Wasser angedeutet, so, ist schon cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Naja, das soll es eigentlich auch schon wieder mit Sonic für die PS1 gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, an diesem kleinen, nicht mal 5 Minuten. Und ja, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao!